Erstmal herzlichen Glückwunsch, Vertreterinnen der Nationalmannschaft im Feuerwehrsport. Und ihr habt im letzten Jahr tatsächlich bei der Weltmeisterschaft im Löschangriff nass die Bronzemedaille gewonnen. Ist das richtig? Korrekt. Heute ausgezeichnet worden als Mannschaft des Jahres mit. Erstmal stolz darauf? Ja, natürlich, sehr. Wie war das Jahr für euch? Sehr turbulent, muss ich sagen. Dadurch, dass wir nicht so oft zusammen trainieren konnten, aber dann doch diese Bestleistung von uns gezeigt haben mit deutschem Rekord, worauf wir sehr stolz sind. Und es hat es vor uns noch nicht gegeben und darauf sind wir sehr stolz auf unsere Leistung, die wir erbracht haben. Könnt ihr mal erklären, wie das so funktioniert im Alltag? Also man arbeitet ja noch nebenbei, aber trotzdem übt man das dann oder wie? Genau, also wir sind alle berufstätig, teilweise studieren die Mädels noch und wir trainieren 3 bis 4 Mal die Woche, hier in Cottbus vorwiegend. Ja, also es macht uns allen Spaß, es ist sehr schweißtreibend, aber dennoch sieht man ja, dass auch Erfolg kommt. Arbeitet man als Team genau auf so eine Wettbewerbe hin oder ist das tatsächlich mehr so Spaß an der Sache? Ja, definitiv. Also wir arbeiten darauf hin, auf diese Wettkämpfe, die bevorstehen und treffen uns halt regelmäßig. Wir machen 3 bis 4 Mal die Woche Training zusammen. Dabei 2 Mal in der Leichtathletikhalle in Cottbus. Im Winter gehen wir in Schwarze Pumpe trainieren, noch Hakenleiter steigen zusätzlich und im Sommer dann in Cottbus bei der Berufsfeuerwehr. Muss man denn, um im Feuerwehrsport aktiv zu sein, auch Feuerwehrmensch sein? Ja, also man muss wirklich Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr sein. Das ist Voraussetzung dafür oder sollte sein, ja. Was sind jetzt die Ziele? Ziele, also in der nächsten Saison, also für 2019, stehen jetzt nicht so eine großen Events wie Deutsche Meisterschaft, Olympiade oder solches an. Da sind 3 Deutschlandcups geplant, auf die wir dann gezielt hinarbeiten. Stolz auf die Mädels? Ja, immer. Also ich darf es ja immer nur physiotherapeutisch unterstützen und da gilt es immer in der Vorbereitung ein bisschen was zu tun für mich, aber auch während der Saison ein paar Wehwehchen zu heilen, aber ansonsten machen das die Damen sehr, sehr hervorragend. Auch bei der WM dabei gewesen? Ja. War so die Stimmung vor Ort eigentlich insgesamt? Ja, zum Anfang ist man natürlich immer aufgeregt, weil es ein Riesenevent mit vielen Nationen. Teilweise kennt man sich schon ein bisschen von anderen Olympiaden zum Beispiel oder Weltmeisterschaften. Aber dann rückt der Fokus oder der Wettkampf immer näher und dann wird man konzentrierter und dann ist es auch schon sehr angespannt. Ja, wir haben ja auch bis zum Schluss gezittert, sag ich mal. Und sind erst ja, kurz vor Ende erst Dritter geworden, also wurden noch nicht mehr geschlagen. Das war schon ein Highlight. Wie kommt es eigentlich, dass so viele Lausitzer im deutschen Nationalteam sind? Ist in Deutschland sonst nichts los? Weil wir die besten Leistungen gezeigt haben, sage ich mal. Ganz. Ja, das stimmt. Ja, ist ja nach Leistung auserwählt worden, wer eine Nationalmannschaft ist. Und da sind die Lausitzer an der Spitze, sage ich mal. Das soll auch das Schlusswort sein. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank, Dankeschön.